Als nächstes darf ich Professor Rudolf Gelbach ankündigen. Wer ihn nicht kennt, er ist Überlebender der Shoah. Er wurde als Kind im Alter von 11 Jahren am 2. Oktober 1942 gemeinsam mit seinen Eltern von hier vom Aspang-Bahnhof aus in das KZ Theresienstadt deportiert. Er überlebte nur durch Zufall und hat durch die Shoah 19 Familienmitglieder verloren. Nachdem er in den vergangenen Jahren hier bei dieser Kundgebung vor allem über die Vergangenheit gesprochen hat, möchte er diesmal stärker auf die Gegenwart eingehen. Bitte, Rudolf. Liebe Antifaschistinnen und liebe Antifaschisten aller politischen Richtungen, die Rechtsextremisten Wilders und Le Pen haben heute sofort freudig den Rechtsruck in den Vereinigten Staaten begrüßt. Das Präsidentenamt, das Repräsentantenhaus und der Senat ist in den Händen der Republikaner der Rechten. Warum bin ich heute hier? Ihr könnt euch meine Erinnerung vorstellen. Ich bin von hier am 2. Oktober ins KZ gekommen, 1942. Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, lautet: Ich will ihr Sprachrohr sein, ich will die Erinnerung an sie wachhalten, damit die Toten in dieser Erinnerung an weiterleben können. Aber wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern auch den kommenden Generationen. Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, damit sie daraus lernen können. Information ist Abwehr. Überlebende müssen wie Seismographen sein. Sie müssen die Gefahr früher als andere wittern, in ihren Konturen erkennen und aufzeigen. Sie haben nicht das Recht, sich ein zweites Mal zu irren und für harmlos zu halten, was in einer Katastrophe enden kann. Was im Dritten Reich geschehen ist, entzieht sich dem Vorstellungsvermögen. Wie einmalig, wie unfassbar, wie außergewöhnlich die Zeit des Holocaust war. Das sind Worte aus der Autobiografie von Simon Wiesenthal, Recht, nicht Rache, Brief an junge Menschen. Aber ich möchte was zum Transport sagen. Wir waren also 1200 Personen und es haben nur 20% überlebt. Unser Überleben, hat einmal Imre Kertész, der Nobelpreisträger, gesagt, war ein Betriebsunfall. Ich möchte aber jetzt zur gegenwärtigen Situation etwas dazu sagen. Dazu einige sehr bedenkliche Beispiele, die sich in den letzten Wochen in Österreich ereignet haben. Wir, nämlich 10 ehemalige KZ-Häftlinge, haben, und wir haben eine Juristin unter uns, die Staatssekretärin Muno Dutzter, haben gegen die Aula, das ist das Zentralorgan, kann man sagen, der freiheitlichen Studenten, eine Anzeige gemacht, die von der Dr. Windhager und ihren Konzipienten vertreten wurde. Und in meiner Klage steht drinnen: Durch die Äußerungen in der Aula fühle ich mich persönlich betroffen. Ich werde mitsamt einem ehemaligen KZ-Überlebenden pauschal als Verbrecher, Krimineller oder Landplage bezeichnet.
damit wir das KZ als menschenvernichtende Maschine offenkundig in ein Straflager umgewandelt. Meine Empörung löste bereits die Überschrift Mauthausen befreite als Massenmörder aus. Ich, der als Kind, als Jugendlicher in das KZ Theresienstadt deportiert und hier 2,5 Jahre inhaftiert wurde, fast meine ganze Familie in diversen Vernichtungslager verloren habe, muss 70 Jahre nach der Befreiung diese Verunglimpfung durch den Aula-Artikel erfahren. Durch die betreffenden Äußerungen fühle ich mich in meiner Menschenwürde zutiefst verletzt, werde zum Objekt von unfassbaren und unwahren Anschuldigungen. Und nun ist interessant, wie bisher diese Rechtssache behandelt wurde. Zuerst wurde es von einer jungen Richterin, und der Justizminister, dreimal mit ihm gesprochen, ist jetzt der Meinung, hier muss zeitgeschichtliche Schulung erfolgen, auch für junge Staatsanwälte, wurde also zurückgelegt. Der Mann, der das überprüft hat, hat also diese Zurücklegung bestätigt. Daraufhin wurde also etwas unternommen, ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, der wurde stattgegeben. Dritte Instanz, das wurde wieder abgewiesen. Und als letztes hat jetzt, und das muss man anerkennen, in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Graz diese einstweilige Verfügung mit einer großartigen juristischen Begründung, also in unserem Sinne, also erledigt. Wahrscheinlich wird es zum obersten Gerichtshof gehen. Die zweite Sache ist unfassbar. In einem Prozess hat ein Anwalt, der einen Neonazi verteidigt hat, die unwahre Behauptung aufgestellt, dass es in Mauthausen keine Gaskammern gab, sondern dass die nach dem Kriege nachgebaut wurden. Wir wissen, dass das also öfter widerlegt wurde. Und es ist interessant, leider, dass der sogenannte Waisenrat praktisch eine Klage, also besser gesagt von der Staatsanwaltschaft und der Oberstaatsanwaltschaft trotzdem zurückgewiesen hat. Und der dritte Fall, und ich könnte viele, viele noch nennen, ist, dass der Landeshauptmann von Oberösterreich, der in einer Koalitionsregierung mit den Freiheitlichen ist, die Prunkräume der Linzer, die Prunkräume zur Verfügung gestellt hat. Es waren riesige Proteste, auch von ehemaligen ÖVP-Politikern, wie Neisser, der mal Clubobmann war, und auch Buseck und Sozialdemokraten, Kommunisten und so weiter, Grünen natürlich. Und trotzdem ist der Landeshauptmann bei dieser Genehmigung geblieben. Und da es ja noch weitere Redner gibt, möchte ich schon abschließen und möchte mit einem Text enden, der für uns alle wichtig ist. Denn wir sind Warner. Der berühmte Arthur Koestler, der für mich sehr, sehr wichtig war, schrieb in der New York Times im Januar 1944 den berühmten Essay »Warum Gräueltaten nicht geglaubt werden«. Und das gilt auch noch für heute. Ich darf einen kleinen Teil dieses Essays vorlesen. Koestler schreibt, und in der Situation sind wir auch. Wir aber, er meint die Zeit 1933, die Schreier, sind nun etwa 10 Jahre lang am Werk gewesen. Wir haben in jener Nacht begonnen, in der der Epileptiker van der Lubbe den Deutschen Reichstag anzündete. Wir sagten damals,
dass diese Flammen, wenn sie nicht sofort ersticken würden, sich über die ganze Welt ausbreiten werden. Ihr dachtet, wir seien Wahnsinnige. Es ist klar, und heute ist dieselbe Situation, dass dies alles bei mir und meinesgleichen zum Wahn wird. Es ist klar, dass wir an einer krankhaften Besessenheit leiden müssen, während die anderen gesund und normal sind. Indes, das Merkmal der Geisteskranken ist, dass sie den Kontakt mit der Wirklichkeit verlieren und in einer Fantasiewelt leben. So ist es vielleicht gerade umgekehrt. Vielleicht sind wir es, die Schreier, welche in gesunder Weise auf die uns umgebende Wirklichkeit reagieren, und ihr anderen seid die Wahnbefangenen, die in einer verschleierten Fantasiewelt herumtorkeln, weil euch die Fähigkeit, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen, abgeht. Wenn das nicht so wäre, dann wäre dieser Krieg vermieden worden und die unter euren wachträumenden Augen Ermordeten wären noch am Leben. Alles Gute, meine Freunde. Noch auf ein Buch hinweisen, ein Mussbuch für die Gegenargumentation, ist jetzt in einer weiteren Auflage erschienen, Die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa, mit allein 27 Seiten Bibliografie. Man muss dieses Buch lesen, um die Gefahren einer neuen Rechten, die viel geschickt oft auftritt, zu erkennen. Nochmals alles Gute. Aeka Santa Vormikon Literei. Im Handumdrang waren dort die Wohnungen frei. Lass doch das Kummer nach Juden mit Nummer für etliche Nachbarn ein Riesentrara. Leg ein Stamm vor das Haus, leg ein Stamm. Da war ein Gymnasium, von dem wird erzählt. Und kein Direktor, sein Listenkorrektor, sonst ausnahmslos weggeschickt worden von der SH. Wegen Stamm vor die Schuld, wegen Stamm. Kassort Mischlermaster im 16. Hieb. Lehrling kommt in sein Betrieb. Zwei Jahre ist es gegangen, dann haben sie es gefangen und Schlussstrich zum Mord sind Platz $4.02. Leg ein Stamm vor die Werkstatt, leg ein Stamm. Das Handy ist nicht lückenlos dokumentiert. So weit haben wir Klarheit, es haben nur ein paar Leute ihr hart retten können in der Shoah. Leg ein Stamm ins Vergessen, leg ein Stamm. Das darf's und das kann's auch nicht sein.
das in unserem Gedächtnis soll stehen und auf Rettung der Beide soll sein. Weh an Scham, dass wir leben. Weh an Scham, weh an Scham, dass wir leben. Danke.